Five vs. Bridge. Corinna, Christian, Heinz und Klaus unter Rigotti. Und wir fünf, wir werden jetzt die Brücke hier erneuern. Mal schauen, was wir hinkriegen. Und ihr seid dabei. Dranbleiben. Ein Teich im Garten ist nicht nur ein Biotop, sondern er hat auch eine andere wichtige Aufgabe. Er speichert Wasser. Wasser wird bei uns immer knapper und deswegen sind solche Teiche eine ganz wichtige Sache. Wenn ihr die Möglichkeit habt, legt euch einen an. Ich habe zusätzlich noch ein 800 Liter Weidefass davor. Das wird gespeist vom Scheunendach und wenn das voll ist, läuft's über in den Teich. Und die Hennen mittendrin, hä? Ja. Klaus von Klaus und Dani im Garten. Hallo. Corinna war auch schon dabei bei 4 vs. Wald. Hallo. Und genauso der Christian. Hi, Servus. Den Steg, den hätte ich auch mit Holzschutzmittel behandeln können. Ja, dann hätte er noch mal ein bisschen länger gehalten. Aber hey, ich bin froh, dass ich es nicht gemacht habe. Jetzt kann ich ihn einfach abbauen, auf den Haufen werfen. Er vermodert und vergiftet meinen Garten nicht. Und, oh weh, ich habe vergessen, neues Holz beim Sägewerk zu bestellen. Ich brauche ja Holz. Hey, Markus, Florian. Wir sind gerade Aktionen Teich machen und ich habe ganz vergessen, ich hätte gestern holen sollen. Wird passen, oder? Gut. 40er, gut. Alles klar. Bis nachher. Ciao. Das Problem ist, der Hänger ist noch voll. Den müssen wir erstmal leer machen. Da habe ich noch Lärchenbretter drauf. Die kommen hier auf das Gestell an der Garage. Die habe ich auch zusammen mit dem Heinz gemacht. Richtig praktisch zum Lagern von Hölzern, Balken, irgendwas. Wisst ihr, was echt Knorke wäre? Wenn ihr diesen Kanal jetzt abonniert. Jetzt. Da. Abo-Button. Es kostet doch nichts. Mein Gott. Oh, der Matsch hier. Hat aber auch ordentlich geregnet. Markus. Oh, der Wind. Hallo. Immer. Moin. Was mit dir? Filmst du wieder dein Leben? Nein, ich film dich. Ja, herrlich. Die Zuschauer schreien nach dir. Ich glaube gar nicht. Wusstet ihr, dass so ein Bauholz, wie man es da im Hintergrund sieht, ein idealer CO2-Speicher ist? Denn da bleibt der Kohlenstoff ja gebunden für ganz viele Jahre, solange das Haus steht, der Dachstuhl oder vielleicht, wenn das ganze Haus aus Holz gebaut ist, ideal dafür. Und wusstet ihr, beim Durst Markus gibt es nur regionales Holz, er kauft keine Lärche aus Sibirien. Alles nur aus den umliegenden Wäldern. Boah, ist das nicht geil, wenn man sein persönliches Sägewerk in der Nähe hat? Das ist nicht wie die 36. Die nicht gehobelten, die müssten ja ein bisschen stärker sein. Ne? Die müssten eigentlich da noch legen. Ja, ich kann ja auch mischen. Da muss halt die Stamminnenseite nach oben legen, weil da unten ein bisschen Spund dran ist. Dass die Jahrringe nach unten zeigen. Nach oben. Was? Nach oben. Ja. Nach oben. Würde ich auch sagen. Stamminnenseite ist ja oben. Das ist jetzt verkehrt rum. Schau, die Seite gehört nach oben. Das ist die Stamminnenseite. Okay. Mhm. Die gehört nach oben, ja, weil da schwindet es mehr und dann biegt es praktisch so runter und dann läuft das Wasser ab. Gut. Hier kann man es jetzt nochmal schön erkennen, also dass die Maserung so nach oben zeigt, der Kern ist oben, also dass die Bretter lächeln. So merke ich mir das. Und wenn die Bretter sich verziehen, schüsseln, dann nach oben und das Wasser kann seitlich ablaufen. So halten die Bretter deutlich länger. Ja, dann fahre ich mit dem Hänger her. Hast du eigentlich der Balken auch unten drin? Ja, ja. Ah, die Hebel, oder? Da, nee, auch schon total faul. Ja, aber was hast du? Hast du da Fichte drin gehabt, oder? Da habe ich Fichte, das war Fichte. Ja, was machst du jetzt da wieder rein? Irgendwas habe ich noch oben liegen. Das sind bestimmt 4 Meter. Um die 14 in Lärchen, der ist übrig. Oh! Nimm ihn mit. Bisschen weiter links von dir ist. Du läufst voll durch die Pfütze. Na, geht das? Ja. Was ist denn da? Probealarm. Okay.
Habt ihr das nicht immer samstags mittags? Nee. Jetzt müsste 12 Uhr sein. Das ist außerdem Klaus, der hat auch einen YouTube-Kanal. Ah, okay. Und du hast wieder einen gefunden, der wo mit dir arbeitet. Alles auf freiwilliger Basis. Ich will mir nur sein Saatgut abholen, was ich gewonnen habe. Ach so, du wolltest eigentlich wollte ich nur das. Ja, ja. Ja. Ich habe noch mal so drum rumliegen, wo Ausschuss ist. Ja? Was denn? Machst du hier nur so ein bisschen genügend fest oder wie? Ganz hinten. Ach so, Mensch. Meine Kopf so ein bisschen hier. Nee, Ladungssicherung ist kein Spaß, weil wenn du von Bullen angehalten wirst, dann kennen die da keinen Spaß. Ne? Und verstehe ich auch, weil so ein Ding du, verlieren irgendwie. Weißt, wie schwer das geht? Ja, das ist ja. Man ist so verdreht hier. Die Zeit kann man sich nehmen. Kostet kein Geld, die Zeit. Was züchtet der Markus hier für Teiche? Er hat doch auch einen Teich, ne? Den schauen wir uns mal ganz kurz an. Und mit unglaublich viel Goldfischen drin. Alles voll. Die vermehren sich da wie Hölle. Aber ein schöner Teich. Und ihr dürft mal raten, von wem er diese wunderschönen Steine hier hat, die jetzt so moosbewachsen sind. Das ist außerdem Kalbtuff. Ja, so was Ähnliches wollen wir auch bauen hier, aber nicht, nicht ganz so windig. Also das hält mich nicht aus. Komm mal mit drauf. Der kommt. Nein. Der kommt, das wissen wir jetzt. Nein, das hält uns tatsächlich nicht aus. So, los geht's. Und vorm Losfahren anschnallen, sonst muss ich wieder 5 Euro zahlen. Oha. Da kennen die Zuschauer keinen Spaß. Zu Recht, muss ich aber sagen. So, boah, guck dir das Ding an. Den musst du noch in deinen Garten holen. Du. Ist das nicht geil? Schaut euch bitte mal dieses Stück Holz an hier. Komm, ich schmeiß mir das mit auf den Hänge. Ich glaube, der wiegt 3 Tonnen. Das ist Eiche. Ja, man kann es nicht so erkennen, aber das Stück Holz hier, das hat einen Durchmesser von 1,40 Meter, oder? Oh, Meter, ne? Also mein Bauch hat einen Durchmesser von 80 Zentimeter. So. 1,20 Meter. Legen wir in der Mitte. Was meint ihr? 1,20 Meter Durchmesser, Länge 4 Meter. Flächenberechnungen lesen Sie die Formellehre und fragen Sie Ihren Rigotti oder Wikipedia. Passt natürlich nicht durchs Sägegatter, gell? Ich habe einen gebremsten Anhänger. Warum geht die Bremse nicht rein, wenn ich rückwärts fahre? Wie funktioniert das? Weißt du das? Nee. Du bist Malermeister. Ja. Lackierter Malermeister. Ja, lackiert wohl. Hast Architektur studiert? Jo. Aber eben nur 6 Semester, ne? 6 Semester? Aber 6 Semester eine schöne Zeit gehabt, jo. Okay. Ah, das ist so stark, den Markus zu haben. Ja, sowas braucht man. Unkompliziert, ja. Nett. Und zusammen gehen wir in Bauchbeine-Po. Nein, nicht Bauchbeine-Po, aber Rückenschule. Und die ist echt super. Das tut uns so gut. Markus merkt es auch, weißt, als Säger braucht man das. Und wir machen so Übungen, ne? So ein bisschen Yoga-Rückenschule. Ja. Ah, schade, Mensch, wenn du ein bisschen länger geblieben wärst, hätten wir mal angeln gehen können. Ja, aber da kommen wir bestimmt noch mal zu. Hey, man muss gut, danke. Ich habe einen Kollegen auf der Arbeit, der schneidet die Dinger immer ab, weil er damit nicht klarkommt. Ich habe überlegt, ob ich mithelfen soll, aber ihr seid ja eh schon so viel. Du bist hier total verwurstelt, gell? Das ist ja nichts vor der Kamera. Das ist halt mal Realität. So ist das wahre Leben. Oh, ja, das musst du umdrehen, gar nicht rausmachen oder so. Das ist leider eine Fehlkonstruktion bei der Hose. Viele von euch fragen, was ist das für eine Hose? Das ist Carhartt. Ja, habe ich schon ewig an. So. Und mir auch mal wieder eine neue geleistet, weil die alte ist dummerweise enger geworden mit der Zeit. Saublöd. Ja. Jetzt habe ich eine, die ist irgendwie nicht slim fit, sondern bequem fit. Die hat da so ein Gummiding hier an der Seite zum Reinwachsen. Und jetzt machen wir erstmal eine kurze Pause, denn es fängt an zu regnen, aber das hält uns nicht ab. Wir machen weiter. Hau weg, die Scheiße. Alles, was morsch ist, kommt weg. Machen wir ein bisschen sauber. Und ein erster Balken kommt rein. Das ist auch wieder Lärche. Der liegt nicht im Dreck. Nein, der liegt auf einem Kiesbett. Drunter soll das Wasser schnell weg. So ist die Idee. Ich schätze mal, so in 12 bis 15 Jahren werde ich das auch wieder erneuern müssen. Auf den unteren Balken kommt die Folie. Und auf die Folie kommt nochmal ein Balken. Und so hält das ganze System.
aus Lärchenholz wieder. Hält halt wieder 12, 15 Jahre, völlig okay. Und hier haben wir ja die alte Brücke weggemacht. Ob da wieder eine neue hinkommt, sehen wir mal. Ja, ihr seht, das Wetter, es regnet. Nicht schön, aber naja, heute Vormittag hatten wir es zumindest trocken. Und so machen wir hier jetzt gerade weiter, den Steg neu. Christian und Corinna machen hier die ersten Bretter drauf, Edelstahlschrauben. Das sind keine neuen Schrauben, das sind tatsächlich die alten aus dem alten Steg, haben wir wieder recycelt. Und da schauen wir, wie wir hier weiterkommen, einfach mit dem Bogen. Hier war ja ein Steg drüber und hier stand das Weidefass. Wie wir es hier machen, wissen wir noch nicht, ob hier wieder ein Steg hinkommt oder vielleicht nur hier. Und ganz viele Zuschauer haben mir gesagt, hier in die Mitte kein Steg hin, denn das würde den Teich optisch zu sehr verkleinern. Habt ihr vollkommen recht. Danke für den Hinweis. In 10 Minuten essen. Meine Frau hat gekocht. Eine hervorragende Tomatensoße aus dem Rigottigarten natürlich mit Pasta und Parmesan. Ah, hat einfach super geschmeckt. Wir kochen heute was Schönes zusammen und zwar was Thailändisches mit ein bisschen Knoblauch, ein bisschen Zwiebel. Heinz schneidet gerade Ingwer. Corinna hat Mango geschnitten. Dann haben wir natürlich Paprika und da ist noch so ein bisschen Chili und Brokkoli. Essen ist fertig. Unsere thailändische Pfanne obendrauf, das Grüne ist außerdem Koriander. Da werden jetzt ganz viele sagen, ih, kann ich nicht essen. Und die andere Hälfte wird sagen, oh, lecker. Ja, beim Koriander ist es so, für die einen ist es seifig und eklig im Mund, für die anderen nicht. Du magst es? Ja. Du auch? Absolut. Koriander? Keine Ahnung, weiß ich noch nicht. Hab ich noch nie gegessen. Ah, dann wird's okay. Und dazu ein Reis mit Safran, Nelke und Kardamom. Oh wei. Oh wei. Reis? Wie geht denn das? Das ist jetzt gemein, aber er will. Ja, sonst gebe ich ihm auch eine Gabel. Lasst euch schmecken. Nein, keine Gabel. Das geht auch so. Ja, tatsächlich. Aufspießen ist erlaubt. Die Brücke ist fast fertig. Corinna und Christian haben es heute Morgen, als wir noch gepennt haben, fertig gemacht. Jetzt wird nur noch die Rundung reingeschnitten. Und dann sieht es doch richtig hübsch aus. Was meint ihr? Hier gehe ich noch einmal mit der Stichsäge durch. Hier auch. Mach so ein bisschen eine Rundung rein. Und wir haben beschlossen, die Brücke hier wegzulassen. Denn so sieht der Teich einfach viel größer aus. Es ist heller. Irgendwie netter. Ich muss halt immer hier so ein bisschen außen rum dann gehen zu den Hühnern, das macht aber nichts. Heinz wird hier noch diesen Baum ein bisschen ausputzen. Dieses Ding, das war mal ein Tor, machen wir weg. Und diesen Baum hier schneiden wir komplett unten weg, weil es sind zwei Weiden, die müssen nicht nebeneinander stehen. Die kommen außerdem schon sehr schön. Die beiden Kätzchen sind schon dran. Und du hast Werkzeug dabei? Ja, wie immer, bewaffnet. Kleine Baumsäge, Rebschere, alles, was der Mensch so braucht. Sehr schön. Christian, wir können uns ja hier um das Wasserfass kümmern. Das soll dann wieder in die Ecke da rein. Aber wenn ich da reingucke, hallo, alles voll mit Laub und Dreck. Das müssen wir ein bisschen sauber machen, Laub raus, weil das pumpe ich ja immer raus und Pumpe könnte verstopfen. Ach ja, und außerdem fließt das Wasser ja bei mir ins Gewächshaus in die Tropfschläuche. Und die Tropfschläuche, ja, die sollten natürlich an diesen Stellen, wo es raustropft, nicht verstopfen. Deswegen habe ich hier ja zusätzlich noch einen Filter angebracht. Hier kommt es vom Weidefass. Und hier ist einfach so ein Filter, den muss ich ab und zu säubern. Aber der filtert das Gröbste raus. Damit es hier an diesen Tropfstellen nicht verstopft. Corinna füttert die Hühner. Wann bist du eigentlich ins Bett gestern? Zwei, halb drei. Ich bin heute Nacht irgendwann mal aufgestanden zum Pieseln. Da dachte ich, oh, da haben sie vergessen, das Licht auszumachen. Nee, sie saßen alle noch am Tisch und haben ordentlich gebechert. Die Sonne, hä? Und da hinten schwarze Wolken.
Jetzt geht's erst los. Und hopp. Oh, es geht ja gut. Einschlage hier rüber zu mir. Ah, wie viel haben wir denn? Gut, runter. Rechts und links, die Gießkanne voll Wasser hinkippen, dann steht's im Wasser. Also. Und jetzt zum Schluss müssen wir nur noch von der Dachrinne wieder ans Weidefass anschließen. Und vom Weidefass fließt es dann wieder ins Gewächshaus. Ah, herrlich. Und Klaus habe ich gesehen, wie er angefangen hat, ein Stück Draht mit der Gartenschere abzuschneiden. Ich habe gedacht, ah, das tut weh, nicht tun. Und ich sag, das geht doch. Er hat mir gezeigt, die Gartenscheren haben da unten eine Kerbe drin. Und die ist extra da zum Drahtschneiden. Unten einlegen, zack, nichts passiert. Also damit macht man seine schöne Schneide nicht kaputt. So ist das. So. Ah, hervorragend. Point. So. Oh, wir haben eine Steigung drin. Dann müssen wir hier doch ein Stück runter einfach. Ran. Endlich wieder Regen. Wenn es jetzt endlich mal regnen würde. Da, schau, wird schon erhört. Schau dir die Wolken über uns an. Und es fängt an zu regnen. Das heißt, das Weidefass da hinten, das darf wieder voll werden. Und das Gewächshaus dann mit Wasser versorgen. Wir sind fertig. Vielen Dank an alle. Yippie. Und wie gefällt euch der Steg? Ich finde den total klasse, muss ich sagen. Wir haben da hinten jetzt ja keine Brücke mehr gebaut. Der Teich ist optisch viel größer. Ich finde es schöner. Das Einzige, was wir noch machen müssen, ist hier die Rundung reinschneiden. Und ich habe mir überlegt, dass wir hier vielleicht das so zackig lassen. Das ist nicht schlecht. Das war die Idee von Corinna. Schreibt mal bitte in die Kommentare, wie es euch gefällt. Hier seht ihr nochmal das Scheunendach, da kommt das erste Fallrohr runter, geht in diese Regenrinne hier. Und von dort haben wir jetzt den Anschluss gemacht ins Weidefass. Und hier muss ich jetzt nur noch die Pumpe anschließen mit einem Schlauch ins Gewächshaus. Warum Pumpe? Ja, das ist nur, dass es einmal anfängt zu laufen. Das mache ich 2 Sekunden an, dann schalte ich sie schon wieder aus. Dann ist der Rest übers Gefälle. Und dann haben wir uns noch überlegt, wir machen schnell noch die Tür neu. Denn wir haben hier noch eine übrig. Die stand nämlich genau hier, wo früher der Eingang war zum Hühnerauslauf. Die haben wir jetzt abgebaut, die braucht man nicht mehr, denn ich habe mir ja meinen Hühnerauslauf hier aus diesen Gewächshausstangen gemacht mit dem Netz drüber. Und jetzt haben wir die Tür übrig und die kommt anstatt dieser Tür rein, denn die hier ist nur aus so dünnen Dachlatten gemacht, recht windschief. Und die, ja, was haben wir hier? 7 cm. Schon dickere Balken und die ist stabil. Und das Gitter hier, das müssen wir leider ersetzen, denn da, wo ein Ei durchpasst, da passt auch ein Marder durch. Deswegen ersetzen wir dieses Gitter einfach durch das alte hier, durch den Hasendraht. Die neue Tür ist schon drin. Genial, muss ich sagen. Deutlich stabiler als vorher. Funktioniert super mit Selbstschließer. Ist immer wichtig, dass, wenn man mal vergisst, sie zuzumachen. Hier habe ich so eine starke Feder drin und die drückt die Tür einfach wieder zu und bleibt auch zu. Hier oben haben wir noch eine Leiste eingesetzt, dass da kein Tier rein kann. Ein Marder zum Beispiel. Und so sind meine Hühner wieder sicher. Hier haben wir doch noch mal einen neuen Hasendraht eingesetzt. Und zwar einen guten, einmal engmaschig und einen starken Draht. Das ist auch wichtig. Hier habe ich mich mal von Amazon verleiten lassen. Da sieht man so einen ganz labberigen, super dünnen. Ist halt gleich viel billiger für die gleiche Meterware. Und rosten tut er auch schon, kann man hier sehen. Und im Vergleich, das hier ist der teure, viel stärkeres Material. Kostet aber hier so eine Rolle mit 20 Meter irre viel Geld. Aber im Endeffekt lohnt sich's dann doch, denn das ist haltbar. Das hält 20, 30, 40 Jahre. So,
fertig aufgeräumt, das haben wir noch geschafft. Und diese Dreiecke, ja, da gab es eigentlich ein Projekt für. Heinz und ich haben die ja mal dran geschraubt. Das Video dazu verlinke ich euch da oben in der Ecke. Dieses Projekt ist leider gestorben. Dazu erzähle ich aber später mehr. Jetzt haben wir es genutzt, um die Latten und Hölzer hier und Balken zu lagern, die wir jetzt nicht mehr gebraucht haben. Die habe ich ja vom Durstmarkus vom Sägewerk und für ihn waren es zu viel. Dann kriege ich immer gleich so ein bisschen Vorrat. Für mich super zum Basteln, bin ich immer froh. Ja, jetzt ist nur noch der Anhänger voll mit Hackschnitzeln. Hackschnitzelfilm verlinke ich euch da oben in der Ecke, wie ich die geholt habe. Der ist noch für den Hühnerstall, wenn ich das nächste Mal die Hühner ja, ausmiste. Du musst leider jetzt schon nach Hause. Ah, lieber schmusen als spielen. Oh ja. War das schön? Prost. Vielen Dank an alle. Sehr gerne. War echt tolles Wochenende. Gerne. Ja. Klaus, mir gefallen, dich kennenzulernen, war super. Fand ich auch. Du bist doch viel sympathischer, als du rüberkommst in den Videos, muss ich sagen. Ich bin doch nicht so ein Muffelkopf. Nee, kennt ihr schon Klaus? Klaus, super YouTube-Kanal, macht echt Spaß. Wie lange machst du das schon? Seit 2018, August 2018. Ah, auch schon eine Weile, ne? Ne? Und du hast 20.000 Abonnenten, immer ne? 20.000. Super, ja. Nee, verdient. Schaut rein, ich verlinke es euch auch unterm Video. Corinna, du hast ja nur einen kleinen Instagram-Kanal. Ja. Verlinke ich aber auch. Ist ja nicht privat. Nee, ist öffentlich. Und du hast schon ordentlich Abonnenten, ne? Ja, schon. Ja. Dafür, dass ich eigentlich kaum was poste. Eben, mach's mal ein bisschen häufiger was. Vielleicht, mal gucken. Heinz, auch du hast einen Instagram-Kanal? Ja, aber so gut wie nichts drauf. Ich mach mal ab und zu was. Christian? Mhm. Siri? Aha. Christian? Mhm. Du hast auch einen Instagram-Kanal? Ja. Kein YouTuber? Noch nicht oder gar nie? Gar nie. Gar nie. Aber immerhin, bei dir sieht man immer wieder was. Ne? Christian hat mir ja, als das letzte Mal hier war, einen Solardörrer mitgebracht, beziehungsweise nicht den Dörrer, aber den Motor dazu. Mit einer Doppelglasscheibe, die ist mir leider gesprungen. Das heißt, da muss ich die Scheibe wegmachen und mache einfach eine Einfachglasscheibe rein. Geht auch, oder? Dasselbe. Okay. Ich habe noch ein bisschen was eingekauft. Steckzwiebeln. Einmal rote, das sind die Red Baron oder Red Roter Baron, Pflanzkartoffeln, ach Stuttgarter Riesen auch, Steckzwiebeln. Ich arbeite mit Steckzwiebeln viel lieber, weil es schnell und einfach geht. Werde ich dann aber alles zeigen im Video. Und Klaus, du hast gesagt, du ziehst immer vor. Ich ziehe immer vor, ja. Ich mache keine Steckzwiebeln mehr. Okay. Ganz schlechte Erfahrungen mehr. Oh, schade. Das sind so komische Dinge da. Ja, und Vögel hole ich auch noch raus. Das, kann auch das stimmt, wenn die Zipfelchen da sehen, zock, schmeißen sie so raus. Ne, das nervt, ja. Was habe ich noch? Pflanzkartoffeln, da habe ich dieses Jahr ein paar schöne Sorten rausgesucht. Ich habe ja letztes Jahr ausgelassen, ihr wisst den Grund, weil ich immer mehr Kartoffelkäfer hatte und habe gedacht, wenn ich jetzt mal ein Jahr Ruhe mache, dann hört es vielleicht auch mit den Kartoffelkäfer auf oder zumindest ein bisschen weniger. Ich habe mir ausgesucht die Violetta, eine Speisekartoffel steht hier, wunderbar. Ich weiß nicht, ob sie früh oder spät ist. Wenn ihr es wisst, schreibt es mir mal bitte in die Kommentare rein. Dann habe ich eine frühe Prättigauer, das ist, glaube ich, eine Schweizer Kartoffel. Und was ganz Besonderes, die 6-Wochen-Kartoffel. Kennt ihr die? Das ist eine super frühe, die in 6 Wochen schon die ersten Knollen reif haben soll. Bin ich gespannt. Und wenn ihr auch gespannt seid, dann abonniert jetzt den Kanal, denn dann wisst ihr, ob das wirklich funktioniert mit der 6-Wochen-Kartoffel. Bin ich echt gespannt. Kennt ihr die? Nein. Auch nicht, ne? Das auch noch nie gehört. Und meine absoluten Favoriten, wer erkennt sie, diese kleinen, länglichen, die oft schwer zum Schälen sind und nicht so doll wachsen, dafür einen Geschmack haben, der ist so super, ich liebe die über alles, die Bamberger Hörnchen. Von der Corinna habe ich noch was Lustiges gekriegt. Corinna, vielen Dank, ich habe es schon ausprobiert. Also ein Stempel für meine Eierschachteln und das kommt raus. Wer stellt sich mal freiwillig zur Verfügung? Wie rum, so rum? Wenn das nachher nicht mehr abgeht. Das geht ganz schnell ab. Und nachher im Zug sitzt damit, ne? Ja, du bist ein Werbeträger. Oh nein. Und das ist eine Farbe, so eine Sicherheitsfarbe für, von meiner Frau, oh, für ja. Architekten, die du tatsächlich nicht mehr wegkriegst. Also es muss rauswachsen. Das Schöne ist, jetzt habe ich einen Werbeträger. Danke. Und vor allem habe ich dann Aufmerksamkeit. So.
Rigottiland, hand-gathered, laid with love, fresh eggs. Vielen Dank. Sehr gerne. Oh, Christian, du hast ein paar Pflänzchen mitgebracht. Eine Physalis, eine Ananaskirsche, drei Tomaten, Buschbasilikum vom letzten Jahr und eine Aubergine. Oh, klasse. Vielen Dank. Freue ich mich. Ja, und weil es das Wochenende nur geregnet hat, war ein super Geschenkle von Klaus. Klaus kommt ja aus Kiel, da regnet es nur. Sieht man ja in seinen Videos. Schiedwetter passt ideal. Ah, Klaus, vielen Dank. Ja, dafür nicht du. Kommt ihr wieder? Ja, gerne. Ja, mit Sicherheit. Jo. Auf alle Fälle. Ah, freut mich. Dann nochmal Prost, ne? Ja, Prost. Wie man bei euch sagt. Nee, hau weg, sag mal wo. Also bis zum nächsten Mal. Five vs. Bridge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen rauf und den anderen natürlich auch. Schreibt einen Kommentar über die Brücke, ob es euch gefallen hat oder nicht. Und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal. Ahoi, sagt euer Selbstversorger Rigotti. Ohne Hut. Wir müssen alles nochmal machen. Nein. Tschüss. Tschüssi. Tschüss. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Ja, auf jeden Fall. Mach mal Gruppenkuscheln. Genau. Tschüss. Vielen, vielen Dank. War wieder super. Ja. Wenn du Bock hast, bringst du nächstes Mal deinen Sohn mit, gell? Ja. Wenn der Ludwig Lust hat. Das ist Klaus. Ja, vielen Dank für die Gastfreundschaft. War mir ein Fest. War echt gut hier. Hoffentlich sehen wir uns wieder. Bestimmt. Garten-YouTuber-Treffen. Ja. Ja, genau. Schau mal, ob du es schaffst. Ja. Ich versuche das mal. Gut. Ne, habe ich richtig Bock drauf. Also vielen Dank für die Gastfreundschaft. Ich muss ehrlich sagen, habe ich so nicht erwartet. Na, echt gut. Ne? Jederzeit wieder. Ja, echt Spaß gemacht. Uns auch. Ja, wunderbar. Freut mich. Komm gut nach Hause. Ja, er fährt jetzt 10 Stunden im Zug. 10 Stunden. Und zwar von 17 Uhr geht sein Zug, also kommt er plus 10 Stunden um 27 Uhr bei sich zu Hause an. So ungefähr. Ihr habt ja die 48-Stunden-Woche, ne? Ja, genau. Nicht so doll. Achte auf deinen Rücken, ne? Ja. Ciao. Lass gut, ne? Ja, wo ist denn jetzt die Trockenheit und Dürre? Es regnet doch wie verrückt. Ja, erinnert euch an die letzten zwei Sommer. Die waren sogar bei uns recht trocken, obwohl wir hier am Alpenrand relativ häufig Regen haben. Aber, wie ich es ja geschrieben habe, vor allem im Nordosten Deutschlands, da ist es sehr trocken und wer da wohnt, der weiß, was ich meine. Deswegen, wenn ihr die Möglichkeit habt, sammelt Regenwasser. Ja, nicht reinfallen. Na komm. Also du stellst dich aber auch an, hä? Ja, komm. Schnell ins Trockene. Five vs. Bridge. Heinz, Corinna, Klaus und Christian. Five vs. Bridge. Heinz, Corinna, Rigotti, Christian und Klaus. Heidewitzka. Five vs. Bridge. Klaus, Corinna, Christian und Heinz. Das so aussieht, als würde ich was tun. Five vs. Wald. Corinna, Five versus Bridge. Corinna, Christian. Vielen Dank, Klaus. Ja, dafür nicht, du. Kommt ihr wieder? Ja, klar. Jo. Was war das denn? Kannst du das mal übersetzen? Ja. Jetzt kommt in die Outtakes rein. So, ihr Lieben, schlechte Nachrichten. Ich habe festgestellt, ihr habt den Kanal noch nicht abonniert. Letzte Chance. Unglaublich.